That means I couldn't upload the credentials you need. You're gonna have to hack the system from within and... Okay, everything you see, everything you hear is gonna sound crazy, but, well, hopefully not everything, but... We have to put things right, and that starts with you. Your mind, it's fragile and complicated, so... We have to do this one step at a time. I have to let you remember at your own pace. I promise I'll do whatever it takes to get you out of here. I swear it. Now, somewhere nearby, there should be a door that doesn't match the others. Your phone will let me know when you found it. I'll call you back. Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu The Spectrum Retreat. Wir waren eigentlich gerade auf dem Weg zum Dach, doch leider funktioniert das nicht. Deswegen müssen wir jetzt eine Tür finden, die nicht gleich aussieht wie jede andere. What the fuck war das gerade für ein Geräusch? Ah. Der Lift hat sich bloß geschlossen. Sorry, I need to be a bit obtuse here, but it's crucial you remember at your own pace. Find a door that has something next to it, that the other doors don't. Ja, das wissen wir ja eigentlich schon, welche Tür das sein könnte. Nur wo entlang? Ich glaube hier. Oder wahrscheinlich... Laufe ich jetzt wieder im Kreis? Ja. War ja klar. Und dann geht's halt nach links und dann rechts. Nee, dann... Doch rechts. One door on this level has something next to it on the wall. That no other door has. Find it. Alles gut. Stress nicht so. Hier entlang, glaube ich. Genau. Da werden wir. Oh, from the readings I'm seeing here, looks like you found it. Through that door is an access point leading to an authentication challenge. It's hard to explain, but this is how our QA technicians could get out if anything went wrong. Usually. Oh, I'm getting ahead of myself. The last code I have for this door was 1782. See if it works. Crap. That means all the access points have been reconfigured too. We're gonna have to do this manually. Okay. In case any of our early testers got locked in, clues were left to help them get into these access points. This whole place is about conformity. Everything's designed to provide a uniform experience. So what you have to do is find anything that stands out, that looks different. But not so much that the staff here would remove it. Okay. Etwas finden, das etwas anders aussieht, aber nicht zu sehr anders. Look out for something, anything different that stands out, but that could be hidden in plain sight. Das wird doch wohl zu einfach. 1313. Please don't disturb. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. That means the clues have survived the reset cycles. We've still got a shot at this. Ahead of you, another door will lead to the authentication challenge, which you have to complete on your own. I won't be able to reach you inside. The device you have, it's not just a phone, it's... Look, this is hard to explain quickly. You'll be able to absorb and exchange certain colours. I don't know how that must sound. Things should make sense when you're in there. Good luck. I'll be waiting. Okay, dann los geht's. Synchronisierung. Authentifizierungsaufgaben. Farbtauschmodul installiert. Wow. Plötzlich
rennen wir ganz schön schnell. Farben tauschen. Weiß. Rot. Umgehung, Zugriff gewährt. Nehmen wir schon Aussicht halten nach diesen Memory-Punkten oder wie die hießen. Okay. Warte. Hat irgendwie etwas von Portal. Nur eine etwas andere Herangehensweise. Aber gefällt mir ganz gut. Und wahrscheinlich wird es auch immer schwieriger. Würde ich mal schätzen. Zugriff gesperrt. Von hier außen können wir nichts bewirken. Drinnen meine ich. Wahrscheinlich diesen zuerst färben. Dann diesen. Und dann diesen. Interessant. Abgeschlossen. Synchronisierung. 102 Authentifizierungsaufgaben. Okay, das sieht schon etwas komplex aus. Hier können wir wieder nichts machen an den weißen Dingen. Jetzt ist hier der Zugang gesperrt. Okay, entweder haben wir weiß oder rot auf der... Okay, warte, ich muss mir das erstmal etwas durch den Kopf gehen lassen. Okay, mit Rot kommt man nicht durch Weiß. Und mit Weiß kommt man nicht durch Rot. Und wir haben gewisse Anzahl, jetzt sind hier alle weiß. Nein, das war falsch. Alter, wie nice ist das bitte? Okay, rot. Der Block hier muss weiß gefärbt sein. Gefällt mir irgendwie. Finde ich gut. 102 abgeschlossen. Authentifizierungsaufgaben. Okay, warte. Das Ding hier ist weiß, also sollten wir so... Ah no, mit weiß kommt man ja bei weiß durch. Alter. Ich glaube, das wird irgendwann dein
Gehirn. Nee, weiß. Und der muss weiß bleiben. Okay, warte, das wird jetzt lustig. Wir brauchen weiß hier, aber der muss rot sein. Okay, wow. Okay, durch Rot dürfen wir durchfahren, durch Weiß aber nicht. Das wird lustig. 1-0-3 abgeschlossen. Puh. Synchronisierung. 104 Authentifizierungsaufgabe. Durch Weiß kommen wir. Ah, ich vergiss das ja. Man kann ja springen. Durch Weiß kommen wir durch. Okay. Rot brauchen wir hier. Auf jeden Fall. Jetzt war ich gerade unsicher. Umgehung zurückgewählt. Jetzt würden wir hier runterkommen. Warte mal. Okay. Oh no. Shit. Wollte ich nicht. Weiß. Wir brauchen hier Rot. Kann man diese Klötze bewegen? Nein, geht nicht. Wieso auch immer hier ein Fenster ist? Das hilft uns zu wissen, welche Farbe hier ist. Dieser Klotz muss rot sein. Wie macht man das? Rüberspringen kann man nicht. Höchstens vielleicht über dieses Rohr hier gehen. Okay, dann nicht. Wir haben ja bloß dort hinten rot. Den hier müssten wir auf jeden Fall rot einfärben. Okay, warte. Wir können nicht doppelte Farben nehmen. Irgendetwas übersehe ich gerade. Glaube ich. Irgendetwas übersehe ich. Hier hinauf können wir auch nicht. Da geht's nur in
Abgrund. Irgendwas muss es doch hiermit auf sich haben. Wie soll das bitte funktionieren? Ich kann auch nicht von hier hinten die Farbe ändern. Inge, das übersehe ich gerade. Ich möchte mal kurz in der Störung nachschauen. Teleport interagieren ansehen. Bewegen, springen. So, wenn ich in der vierten Aufgabe schon scheitere, ist das ja irgendwie traurig. Rüberspringen. Oder etwa durch. Okay. Hätte ja sein können. Wahrscheinlich wäre es zwar nicht so gedacht. Und keine Ahnung, was mich... wie mir das helfen sollte. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Okay. Ich würde sagen, ich probiere noch etwas rum. Und sobald ich es herausfinden werde, werde ich das noch hineinschneiden. Von daher schon mal jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von The Spectrum Retreat. Tschüss! So, herumprobieren, herumprobieren, herumprobieren. Stimmt. Gibt es keine? Springen kommen. Nehme ich weg, weg. Was mache ich bitte falsch? Ich stehe da schon mal vierter Platz.
Ja, nice. Ja, moinsen zurück. Ich bin sehr doof. Ich habe vergessen, dass das Ganze über Distanz geht. Man nimmt hier einfach das Rot, schaut zu diesem Block rüber und tauscht die Farbe. Ja, nice. Ja. Gut. Hätten wir das geklärt? Weiter geht's. Erst man hier, dann wieder hier und dann nicht hier. Ah, deshalb gibt's zweimal Rot und Weiß. Okay, das ergibt Sinn. Man wechselt hier die Farbe, geht hier wieder raus, nimmt dieses Rot. Falsch. Man wechselt zuerst das Rot hier drüben. Auch falsch. Man muss diesen hier rot einfärben, damit hier der Platz wieder freigegeben ist. Aber wie? Okay, hier kommt gleich schon das nächste Rätsel. Denn hier muss man rot einfärben. Okay, ja, doch, ich bin schon wieder doof. Nehme hier Rot, färbe diesen ein, geht raus. Nimmt dort drüben das neue Rot, färbe diesen hier hinten Rot ein. Dann hat man hier zweimal Weiß. Springt vielleicht nicht in den Tod. Wäre noch so eine Option. Ja, nice. Jetzt muss man von vorne anfangen. Gut. Ich rush das gerade mal hier etwas durch. Da ich jetzt meine Logik verstanden habe. No, das war falsch. So. Weiß über Rot, das geht, genau. Wechselt hier die Farbe. Nimmt hier das Rot. Wechselt diesen hier. Zurück. Und dann sollten wir das eigentlich gelöst haben. Rot, Weiß und Rot. Genau. Perfekt. Gut, dann haben wir das. Weiter geht's. Bis zur nächsten Folge bei The Spectrum Retreat. Tschüss.